Hallo Freunde, willkommen zurück zu Cyberpunk. Wochenende, yay. Längere Episode, auch yay. Das ist jedenfalls der Plan. Weiter geht's. Ich werde nicht fragen, warum du es vertuscht hast oder wie du in den Schlamassel geraten bist. Sag mir nur, wer es befohlen hat. Was kümmert's dich, River? Dein Gewissen ist doch blütenrein. Du kannst nachts ruhig schlafen. Und warum? Weil ich alles auf mich genommen habe. Du hast echt keine Ahnung, wie diese Stadt tickt. Hältst dich für einen Idealisten. Glaubst du, das bedeutet irgendwas? Tut es nicht. Hat es nie. Hey, guck nicht so, Söldner. Du weißt, dass ich recht habe. Geht mir nichts an. Zieh mich da nicht rein. Politik und NCPD-Gezanke sind nicht mein Ding. Und was ist dein Ding? Bestimmt alles, solange die Eddies stimmen, oder? Typisch. Überrascht mich nicht, aber ich kann's dir auch nicht verübeln. Jeder in dieser verdammten Stadt sucht sich seinen Weg. Wirklich, jeder. Okay. Danke für die Hilfe, aber hier geht's nicht um dich. Ich kümmere mich drum. Und wie, hä? Nimmst du mich jetzt fest? Ich hab die Aufnahme, ein Motiv und ein Geständnis. Also ja, vielleicht. Wobei es nicht viel bringen würde. Du musst mir nicht mal sagen, wer es befohlen hat. Ich weiß es schon. Und da selbst der Chief die Finger da drin hat, melde ich's direkt der Dienstaufsicht. Die werden auch nichts tun. Mir jedenfalls. Aber dich haben sie danach im Visier. Geh nach Hause, Ward. Schlaf drüber. Morgen siehst du es mit anderen Augen. Ich bin jedenfalls weg. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich ihn hätte praktisch ohne Gewalt ausschalten können. Wollte es einfach nur, dass ich mich raushalte. Siehst du, wie glücklich du bist. Also, was jetzt? Ich lass nicht locker. Kann ich nicht. Das habe ich befürchtet. Holt hat Ryan ermordet. Wollte seinen Posten. Das älteste Motiv der Welt. Scheint mir logisch. Das NCPD hat die Spuren verwischt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wie hat Holt diesen Cyberpsycho in die Finger gekriegt und manipuliert? Da steckt noch mehr dahinter. Holt hat danach den Club verwüsten lassen. Er wollte das auch vertuschen. Ich denke, Arasaka steckt dahinter. Ich bin mir fast sicher, dass die Cybermods bei diesem Psycho von Arasaka sind. Dass die irgendwas gedreht haben, dass der Amok läuft. Und die benutzen Holt jetzt, um Spuren zu verwischen und auch ihren Einfluss beim NCPD. Nein, so war's nicht. Nicht ganz. Und wie war's dann? Weiß nicht. Aber ich glaube, hier geht's um mehr als dich, mich, Hahn und Holt. Werden vielleicht nie erfahren, wer dahinter steckte. Ich melde das der Dienstaufsicht. Sollte reichen, um den Fall wieder aufzurollen. Ich bin mir echt nicht sicher. Wenn du jetzt Alarm schlägst, passiert dir was und Hahn hat recht. Die Dienstaufsicht wird nichts machen. Tu's nicht. Die schmeißen dich raus. Oder noch schlimmer. Außerdem ändert das gar nichts. Vielleicht. Aber mir ist scheißegal, was du denkst. Was hast du jetzt vor? Meldest du dich jetzt bei den Perales? Ja. Okay. Ich bleib noch hier und beobachte. Danke, Vee. Ich danke dir. Dir ist gar nicht klar, dass ich mit einer anderen Polizistin hier gesprochen habe vor noch gar nicht so langer Zeit. Du hättest sie gemocht. Okay. Das wird ein lustiges Gespräch. Hier ist Vee. Wegen Ryan. Ich habe eine Ahnung, was passiert ist. Sehr gut, komm bitte vorbei. Die Sache ist heikel. Wir besprechen das lieber persönlich. Beeil dich bitte. Ich fliege. Apartment der Perales. Ui.
nicht mehr irgendwo. Ganz weit abseits bei den Luxus-Apartments. Ui, da bin ich mal gespannt. Das Gespräch wird bestimmt total lustig. kleine lustige Info nebenbei. Straße überqueren ist je nachdem, was für eine Skillung man hat, das Gefährlichste, was man hier im Spiel machen kann. Und zwar, wenn wir bei den Skillpunkten schauen, bei der Konstitution, da gibt es eine Fähigkeit. Ich weiß nur gerade nicht mehr. Hier, The Rock. Gegner könnte ich nicht zu Boden werfen. Wenn ihr das skillt, in dem Glauben, dass euch das, naja, stabiler macht, tut es nicht. Ihr sterbt beim Überqueren der Straße. Hintergrund ist der. Wenn euch ein Auto anfährt hier im Spiel, werdet ihr zu Boden geworfen, erleidet keinen Schaden oder nur wenig Schaden, alles ist gut. Wenn ihr die Fähigkeit habt, kann euch das Auto nicht zu Boden werfen, dann nehmt ihr den vollen Aufprall und das killt euch jedes Mal. Könnt ihr machen, was ihr wollt, egal wie viel Panzerung ihr habt, egal was für eine Rüstung ihr tragt. Nach allem, was ich weiß, ist die Kombination aus angefahren werden und dem Skill The Rock absolut tödlich. Ah, ich sehe schon. Wir sind oben. Ja, ich nicht. Danke. Ah. Kein Sicherheitspersonal. Keine Geschütztürme. Ich meine, ich bin mir sicher, die haben hier sehr stabile Glastüren, aber... Jetzt bin ich mal kurz neugierig. Sollte man eigentlich nicht sein, aber... Die ist verschlossen, die ist verschlossen. Auch verschlossen, auch verschlossen. Na gut. Boink. Alles verschlossen, aber ansonsten... Ich weiß nicht, ob das so sicher ist, wie die glauben. Penthouse. Nicht schlecht. Wird bestimmt mehr als nur eins, aber okay. Sag ihnen nichts, misch dich nicht ein. Dieser Schlamm reicht tiefer, als du denkst. Wenn du nicht aufpasst, bleibst du stecken. Wenn ich ihnen nicht da sage, hat er schon recht. Die mich nicht. Wir kommen auch ohne klar. Du vielleicht. Ich brauche was zwischen die Beißer. Gut, mach was du willst. Du hörst ja sowieso nicht auf mich. Mehr als du glaubst. Hallo, Vee. Bitte komm rein. Ja? Mach's dir gemütlich. Jefferson kommt gleich dazu. Hast du Kontaktlinsen verloren, oder? Okay, die andere Hälfte von dem Satz verschweige ich besser. Das ist mehr was für ein Livestream. Was zu garnten? Sind auf jeden Fall mal eine Menge Kameras. Oh, das sieht kenne ich. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Ocean's 11. Und am Ende, wenn sie gewonnen haben, spielt das. Hier fühle ich mich schon richtig bitte, wohl. Setz dich doch. Logisch. Junge, Junge, das ist nicht schlecht. Danke. Oh, Bossix ist da. Schön, dich zu sehen, Vee. Dito. Elizabeth sagt, du hast Antworten für uns. Ich bin ganz Ohr. Puh. Es ist nicht hundertprozentig klar, was passiert ist. Wir brauchen keine 100%. Also? Naja, ich habe eine Vermutung. So. Ryan starb in einem Sexclub, an einem gespikten BD. Es war Mord. Ganz sicher? Der BD hätte auch mich fast erwischt. Also ja, ganz sicher. Eine Ahnung, wer es war? Möglich. Das konnte ich nicht herausfinden. Verstehe. So oder so hast du dein Leben riskiert. Und mehr müssen wir gar nicht wissen.
Das reicht aus. Danke für die Hilfe, Vi. Dein Geld. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass ich da jetzt noch ein bisschen mehr erzählen kann. Dass Holt das vertuscht hat. Dass er die Animals beauftragt hat. Und dass Hahn vom NCPD das vertuscht. Hallo. Also, wo waren wir stehen geblieben? Aber ja, manchmal hat man, finde ich, die Möglichkeit, das zu sagen, was man sagen möchte. Aber ich glaube nicht, dass Holt für diesen Braindance verantwortlich ist. Und ich glaube auch nicht, dass der für den Cyberpsychoangriff verantwortlich ist. Zugegeben, der Psychoangriff hat Ryan nicht getötet, aber das war vielleicht nur der erste Versuch. Und das mit dem Braindance war eine Art Backup-Plan, falls der Psycho nicht erfolgreich ist. Wenig befriedigend, aber abgeschlossen. Und das gab tatsächlich auch noch ein bisschen Knete. So, jetzt ist 6.21 Uhr am Morgen. Wir haben eigentlich ein Date mit Judy. Für den frühen Abend, da könnten wir uns eigentlich noch ein Autorennen geben, oder? Also gut, das Rennen in Santo Domingo. Dann haben wir heute eigentlich einen richtig schönen Tag gehabt, wenn das so läuft, wie ich mir das vorstelle. Sind wir ehrlich, das wird's nicht, weil das tut's nie. Aber einmal hier für die Perales gearbeitet, check. Autorennen, wenn wir das abschließen können, bevor es dunkel wird. Wobei wir wahrscheinlich wieder auf Claire warten müssen, und wenn das Rennen nachts stattfindet, dann bin ich wieder der Fisch. Judy reißt mir die Eier ab. Zurecht. Ja. Und ansonsten, Judy, dann hätten wir da richtig was gerissen heute. Das wäre mal nicht schlecht. Ein paar Dinge kommen mir bekannt vor. Aber ich will jetzt nicht anfangen, hier eine Menge Zeit zu verdödeln. In der Hoffnung, irgendwelche legendären Items zu finden. Das lassen wir jetzt mal. Items kann ich auch mal wieder in so einem spontanen Livestream organisieren oder Charakter ein bisschen aufleveln. Charakter aufleveln steht sowieso demnächst mal wieder an. Das war falsch, hier will ich hin. Street Cred sieht ganz gut aus. 50 ist das Maximum und da bewegen wir uns ziemlich stark drauf zu. Level 23 ist noch so eine Sache. Da würde ich ganz gerne noch ein bisschen nachlegen, damit die Skillung irgendwann mal wirklich funktioniert. Es gibt oder gab auch eine Möglichkeit, ziemlich schnell zu leveln, nur leider basiert es auf einem Glitch und war wenig schön. Vielleicht sogar inzwischen gepatcht. Claire. Wie? Bereit fürs nächste Rennen? Bin schon da. Bereit und startklar. Willst du dein Auto nehmen oder meine Bestie? Lass uns bitte mein Auto nehmen. Wir nehmen meins. Fühlt sich besser an. Du weißt schon. Na, dann also deins. Wir treffen uns in Rancho, ja? Bin gleich da. Wir sehen uns. Wir sehen uns. So, jetzt nur sicherstellen, dass wir dann noch wirklich das richtige Auto haben. Der Caliburn ist, glaube ich, das Beste, was wir hier machen können. Das Auto hat zwar keine Fenster, aber ich glaube, Claire wird trotzdem eine Möglichkeit finden, uns irgendwie zu sabotieren. Etwas später. 4.55 Uhr am nächsten Morgen. Etwas später. Die hat uns hier ganz schön im Regen sitzen lassen. Hey, wie? Ich sehe vor dem Start nochmal unter die Haube. Zur Sicherheit. Bleib in der Nähe. Okay. Okay, Profimechanikerin, ich möchte dich darauf hinweisen, wenn du nach dem Motor suchst, stehst du am falschen Ende des Fahrzeugs. Hey,
Aber das weißt du ja sicher. Hast du keine Angst, dass du drauf gehst? Was, heute? Hier? Wieso? Nicht nur heute, aber könnte sein. Vielleicht auch beim nächsten Rennen oder danach. Eine Freundin von mir hatte einen defekten Toaster. Schlag gekriegt, tot. So ist das Leben. Menschen sterben eben. Que sera, sera? Das stimmt. Ein amerikanischer Autor, Philosoph und ich glaube Journalist, keine Ahnung, hat verschiedene Sachen gemacht, hat irgendwann mal gemeint, nimm das Leben nicht so ernst. Die Chancen, dass du lebendig rauskommst, sind praktisch gleich null. Wie schätzt du unsere Chancen ein? Praktisch gleich null. Luigi wird schwer zu schlagen sein und Margit schießt heute für ihn. Okay, und? Das Mittel macht keine halben Sachen, aber denk nicht zu viel dran, stört die Konzentration. Die Augen immer auf die Straße, ich kümmere mich um den Rest. Sorry, ich brauche noch eine Weile, um die Reifen zu testen. Okay. Ich setze mich schon mal rein. Dann werde ich nicht weiter nass, das ist schon mal eine schöne Sache. Na toll, jetzt habe ich keine Pferdchen dabei. Na los! Ich will verbranntes Chou-Chou riechen! Lass sie brüllen! Ah, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei dem Rennen. Genau so! Aber immerhin. Countdown beginnt! 3, 2, 1! Was heißt ihm nach? Ich fahr gleich vor dem her. Große Kurve da vorne. Schleich sie. Ich muss hier weg. Oh Junge, das war ein ganz mieser Fehler. Ich bin schon zu lange nicht mehr Auto gefahren hier. Genau, habe ich die ganze Woche nicht gezockt. Weil ich den Spielstand zum Support geschickt habe. Die haben sich leider nicht gemeldet die Woche über. Und damit es doch noch eine Episode gibt, habe ich gedacht. Keine Sorge. 500 Aspirin und morgen anrufen, wenn es nicht weg ist. Ich glaube, die haben ein Bremslicht ausgeschossen. Das ist nicht nett. Die machen Beschleunigung. Ja, können wir. Die machen Beschleunigungslöcher in meinen Kalibern. Na gut, auf den langen Geraden haben wir einfach viel mehr Power als die anderen. Da können die nicht mithalten. Ich muss nur in den Kurven ein bisschen aufpassen. Aber wenn ich es nicht übertreibe, müsste das eigentlich gehen. Ich muss nur wirklich ein bisschen die Power rausnehmen in den Kurven, damit wir uns nicht drehen oder irgendwie verkeilen. Wie gesagt, auf den langen Geraden kommen die anderen einfach nicht mit. Dafür ist der Caliburn ein bisschen zu schnell. Ja, also, wow. Wir sind jetzt schon schneller als die Maximalgeschwindigkeit von denen. Und ich glaube, da geht noch ein Gang. Hinter uns, pass auf! Die wollen überholen! Versuchen können sie es ja. Claire, jetzt machen wir nicht kirre. Du schießt das ganze Rennen über nicht? Weil du festgestellt hast, bei Flügeltüren fällst du sonst raus. Und Fenster hat das Ding nicht. Wie gesagt, Vorsicht in den Kurven. Auf den Geraden geht nicht viel. Jetzt haben sie das andere Bremslicht auch abgeknallt. Das gibt's gar nicht. Was haben die gegen meine Lichter? Wenn wir jetzt von der Polizei gehalten werden, vielleicht weil unser Auto brennt, wir größtenteils keine Reifen mehr haben. Okay, dieser kleine Ausflug ins Gemüse hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Pass auf, die wollen überholen. Versuchen können sie es ja. Ist ein bisschen schwer zu kontrollieren, wenn man nur noch auf der Felge rutscht.
Ah, ich hätte doch die Regenfelgen aufziehen sollen. Was sich Claire wohl beim Überprüfen der Reifen gedacht hat? Das war am Ende noch mal viel knapper, als ich es wollte. Der Platz, wie? Wie geil, wir haben echt gewonnen. Wir sind im Finale, yeah! Yeah, baby. Nicht anhalten, okay? Fahr noch ein bisschen. Wozu? Zum Reden. Gib was, das du wissen solltest. Oh, okay. Jetzt kommt's. Setzen wir uns eine Weile dort hin. Aber es regnet, lass uns doch im Auto sitzen. Andererseits. Da ist nicht mehr so viel Auto. Die haben nicht einen Reifen am Leben gelassen. Ein paar Kratzer. Die eine oder andere Beule. Es brennt noch ein bisschen. Das löscht sich vielleicht im Laufe der Zeit. Ich habe eine Bremsspur auf der Windschutzscheibe, was ich ausgesprochen lustig finde. Das arme Häschen. Oh, mein armer Caliburn. Jetzt bin ich gespannt. Fühlst du dich okay? Komm schon, wie. Wir müssen reden, bitte. Naja, okay, ist anders. Wow, toller Ausblick. Ja, Dean und ich, wir waren früher oft hier. Wolltest du mir was erzählen? Hätte sie nicht. Hey, Ersatzreifen. Dean hatte ich schon erwähnt, oder? Mein Mann. Ja. Dein Fahrer, richtig? Der beste Mann, den es je gab. Wir waren schon vor meiner Geschlechtsangleichung befreundet. Hat mir Narzissen ins Krankenhaus gebracht. Zum Neuanfang. Wart ihr lange verheiratet? 12 Jahre. Dean hat immer gescherzt, zum 15. würde er mich zu meinem ersten Implantat überreden. Wollte mich überraschen. Warum erzählst du mir von Dean? Warum jetzt? Er starb letztes Jahr beim Rennen. Im Finale. Aber nicht auf normale Art und Weise. Gibst du dir die Schuld an seinem Tod? Ich? Mir? Wie kommst du denn darauf? Schuld ist dieser Konzernwiesel Peter Sampson. Absoluter Abschaum auf zwei Beinen. Wie genau ist dein Mann gestorben? Wir waren auf der Zielgeraden. Sampson mit Vollgas direkt vor uns. Wir hatten verloren, also nahm Dean den Fuß vom Gas. Da tritt diese Schlange voll auf die Bremse. Dean auch. Hat die Kontrolle verloren. Aber läuft das nicht so bei Rennen? Du kapierst es nicht. Die Straße war frei. Er hätte gewonnen. Er hat es absichtlich getan. Was ist mit diesem Sampson? Ist nicht so wichtig. Für mich war er nur ein Rivale. Aber für Dean... Naja, Sampson und er hatten eine gemeinsame Geschichte. Und ist was vorgefallen? Dean hat nie drüber geredet. Aber ja, es gab irgendeinen Streit. Irgendwas Persönliches mit ihrer Rallye-Rivalität. Als Sampson Erster wurde, war Dean wütend. Und vielleicht wollte Sampson ihn vorbeilassen. Also noch sehe ich da eigentlich nicht, dass das Mord war, ganz im Ernst. Bist du hundertprozentig sicher, dass es Mord war? Ist immerhin ein empfindliches Thema. Bin ich. Sie haben bis kurz vor Rennbeginn gestritten. Ich bring den Bastard um. Beim Rennen? Leute sterben andauernd auf der Strecke. Wird niemandem auffallen. Ganz normaler Tag beim Rennen. Völlig regelkonform. Oh, hoffentlich hat er irgendwie die Grippe oder sonst was und bleibt daheim. Und was, wenn Sampson nicht an der Startlinie auftaucht? Das würde er nie verpassen. Glaub mir, er wird antreten. Letztes Jahr war er Champion. Er wird das um jeden Preis wiederholen wollen. Jetzt kommt die ganz große Frage. Und mich brauchst du, um ihn auszuschalten, hm? Sampson zu töten ist mir wichtiger als der Sieg. Sollten wir vor der Wahl stehen? Sorry, dass ich dich angelogen habe.
Claire. Also, was meinst du? Ich mag dich. Wahrscheinlich mehr als ich sollte. Ich bin fürs Rennen hier, ganz ehrlich. Und nicht für einen Mordauftrag. Also, was meinst du? Das mache ich nicht, Claire. Ich bin raus. Sorry. Das war's? Du gehst einfach? Bist du sicher? Fahren ja. Und wenn du ihn während dem Rennen erschießt, das sind die Regeln. Bitteschön. Aber wir werden nicht das Rennen schmeißen oder nach dem Rennen Jagd auf ihn machen oder. Wir fahren das Rennen. Das war vereinbart. Und alles drüber hinaus. Geht mich nichts an. Okay, ich fahre. Aber nur um zu gewinnen. Wenn Samson nach den Regeln stirbt, okay. Aber ich helfe dir bei keiner Hinrichtung. Tut mir leid. Kein Ding. Damit kann ich leben. Mehr verspreche ich nicht. Und glaub mir, Rache bringt dir keinen Frieden. Mach dich nur zum Killer, mehr nicht. Das sehe ich anders. Aber okay. Bis zum Finale, wie? Bis zum Finale, Claire. Na, das kann ja eiter werden. Wupp, wupp. So, lass mal gucken. Nachrichten. Da haben wir noch ein bisschen was. Ich mache das immer total kirre, wenn da unten links irgendwas nicht abgeschlossen ist. Hab dich aus den Augen verloren, aber ich habe Christine Markov gefunden. Warte jetzt auf dich. Ah, das war, als wir in Japantown auf dem Marktplatz nach der Verkäuferin gesucht haben. Alles kein Problem. Der verkauft einen Cardiburn. Hast du ein paar Eddies rumliegen? Einen waschechten Caliburn. Naja, ganz ehrlich, den können wir vielleicht benutzen zum Ausschlachten, um unseren wieder zu flicken. Ich meine, Reifen sind dran. Rücklichter wird er wahrscheinlich auch haben, es sei denn, das ist einfach so ein Pappaufsteller, der dreidimensional aussieht. Die Frage ist, wie teuer der sein soll. Lass mal gerade gucken. Nicht die Aufträge, die Fahrzeuge. Rayfield Caliburn. Schluck. Ich glaube, das lassen wir. Nö. Früher Abend mit Judy. Das wird unser nächstes Ding. Er fällt vorne auch schon auseinander. Oh, herrlich. Oh, Scheiße, nicht gut. Das seht ihr mal. Das geht richtig auf die Neuronen, was da mit unserem Auto passiert ist. So. Johnny, wo bist du? Kein Stück Weisheit oder sowas? Kenn ich dich? Kapitän. Dich kenne ich. Du bist der Fixer der Landschaft hier. Oh, Junge. Okay, wir sollen uns da unten mit Judy treffen. Lass mal gucken. Kriegen wir ein Ersatzauto her? Es ist ein bisschen im Gelände. Wir nehmen mal ihn hier. Außerdem hat dieses Gefährt auch noch andere Vorzüge. Es ist im Notfall groß genug, dass man drin pennen kann. Alleine oder zu zweit. Glaubt mir, wir haben schon eine interessante Nacht mit jemandem verbracht in einem weit kleineren Cockpit. Aber das macht nichts, wir können jetzt ja dann gleich noch warten, bis Abend wird. Schöne Entschuldigung für Judy ausdenken. Jetzt geht's los. Hi, River. B, hey. Ich brauche deine Hilfe. Scheint so. Was ist passiert? Wir sollten nicht übers Holo reden. Wir müssen uns treffen. Sag mir, wann und wo. Oh. Glenn, heute Abend. Ich schick dir die Details. Schaffst du das? Werd's versuchen.
Danke, Vee. Bis dann. Oh, mi. Judy, müssen wir uns wirklich am frühen Abend treffen? Warum nicht mal am Nachmittag oder zum Brunch? Das habe ich sie schon 2 Tage versetzen lassen. Wir ziehen das jetzt mit Judy durch. Dann ist das wenigstens erledigt. Und ich kann euch direkt schon mal sagen, das wird nicht so eine Sache wie mit Panam. Wir sind ganz ehrlich nicht Judys Typ. Was zur Gehörnten? Ja, okay, das Spiel will mir gerade sagen, dass das mit dem Herfahren nicht so ganz prall ist. Also gut, dann warten wir auf den frühen Abend. Nicht die Karte, hier will ich hin. So, jetzt haben wir 6 Uhr morgens. Ich würde sagen, früher Abend ist dann ungefähr hier. Jetzt geht's los. Das Gespräch letztens, ja. Weißt du was, das öffnen wir im Nachrichtentab. Bisschen übersichtlicher. Das ist eine feine Sache. Wird schon. Alles klar. Damit ist die Sache mit Claire erstmal erledigt. Okay, ja, Bus steht schon mal da. Das ist nicht schlecht. Wäre blöd, wenn sie jetzt dann gleich davon fährt, weil wir doch wieder zu spät sind oder so. Oh, ich habe den Tauchanzug vergessen. Na gut, dann gehe ich halt nicht in das verseuchte Wasser. Wie? Du bist echt gekommen. Interessante Wortwahl. Ja, nicht so schnell, wie ich es gerne gehabt hätte, aber... Du meinst, trotz all dem Scheiß, den wir durchhaben? Ach, komm schon. Red keinen Blödsinn. Na, dann bin ich mal gespannt. Bisschen Smalltalk. Was gibt's Neues aus dem Clouds? Weißt du was? Nichts von Interesse. Es ist jetzt alles neu und alle versuchen damit klarzukommen. Ich auch. Klingt nicht, als wäre alles okay. Heißt nicht, dass es das nicht ist. Okay. Du wirkst ein bisschen arg unglücklich. Irgendwas ist doch. Gibt's was Neues von den Mox? Ereignisse? Pläne? Keine Ahnung. Ich sehe sie nicht gerade oft. Wie kommt's? Du weißt, wie sie sind. Gehen mir halt manchmal auf die Titten. Okay, was ist dann los? Bist du irgendwie schlecht drauf? Nein. Judy. Können wir bitte nicht übers Clouds, die Mox, Arasaka oder Militech reden oder dass die Welt vor die Hunde geht? Ich will einfach nicht über irgendwas davon nachdenken. Nicht heute. Die Welt geht nicht vor die Hunde. Jedes Mal, wenn man das sagt, reiben sich die Katzen ihre Tatzen. Also, verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Pass auf, ich habe in letzter Zeit viel an Virtus getüftelt und weiß jetzt, wie man die Erfahrungen zweier Leute gleichzeitig aufzeichnet. Ich dachte, wir könnten es ausprobieren. Natürlich nur, wenn du willst. Das mit den Erfahrungen zweier Leute hatte ich vor kurzem erst. Ich muss dich mal bekannt machen mit einem Militech-Panzer. Denk nicht so viel drüber nach, okay? Wie vereint man 2 separate Neural-Tracks? Mit einem Panzer. Ja, zuerst wollte ich ein Profil aus 2 Datenströmen machen. Aber das ging voll in die Hose. Kam sich in die Quere, hm? Interferenzen, Rauschen. Ja, das war wie ein schlechter Kunstfilm. Aber nach ein paar Versuchen habe ich es geschafft, bestimmte Gefühle zu isolieren. Du lädst sie also auf separate Neuraltracks, ohne Gefühlsstörungen. Cool. Ja,
Wie gesagt, wie im Panzer. Was muss ich tun? Du, mein Freund, wirst mit mir eine Virtu machen. Mehr nicht? Hey, das klingt ja nicht gerade begeistert. Das könnte meine beste Arbeit ever werden. Okay. Das hat jetzt aber nichts mit Ertrinken zu tun, oder? Klingt, als könnten wir das überall machen. Warum sind wir hier draußen? Die Hütte gehörte einem Bekannten von mir. Doch jetzt ist sie verlassen. Daher kann ich sie hin und wieder nutzen. Und dort willst du die Virtu drehen? Nein, wir drehen alles unter Wasser. Nein, vergiss es. Scheiß Idee. Sag ihr, sie soll sich einen anderen Blöden suchen. Johnny. Machst du mit? Warum sagst du das? Weiß nicht. Mir gefällt das einfach nicht. Wenn ich an die Dunkelheit und an die Tiefe denke, kriege ich schwitzige Hände. Und das, obwohl ich gar keine mehr habe. Du kannst ja gerne an Land bleiben. Aha. Badumts. Ich glaube, da bin ich raus. Tauchen ist nichts für mich. Ich könnte rumfragen, Leute anrufen. Vielleicht hat jemand Bock auf sowas. Nein, ist schon gut. Mach dir keine Gedanken. Ich mach das schon allein. Irgendwie. Glücklich, Johnny? Nein, ich auch nicht. Wie? Also gut, wir tauchen, meine Güte. Ich meine, hast du extra das Ding hier rausgeschleppt? Hab's mir anders überlegt. Ich will doch tauchen gehen. Okay. Zieh dich um, Landratte. Sie guckt mich an, als wäre ich ihr Frühstück. Der Rekorder muss natürlich mit. Ja. Ich habe das Gefühl, darum geht's nicht. Es geht hauptsächlich ums Sinken. Du hast nicht mal gefragt, ob ich schwimmen kann. Hast du keine Angst, dass ich sinke wie ein Sack Steine? Naja, könnte schon sein. Aber für den Dreh riskiere ich das gern. Genau, mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Wir haben verdammt viel Cyberware im Körper. Die ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer als ein normaler. Oh, Junge. Das Wasser ist giftig. Ist das kein Problem? Deshalb werfen wir uns ja an Schale. Schale gibt's auch noch. Naja, gibt glaube ich schlimmere Arten. Dann wollen wir mal. Okay, dann mal los. Arschkalte Brühe. Ich komme. Gut, es kann losgehen. Was? Du zuerst. Fliegen hier. Wir haben weder eine Maske auf. Das war falsch. Hier will ich hin. Ja, wir haben weder eine Maske auf, noch haben wir Füße an. Oder so. Bleib dicht hinter mir und tauch nicht so schnell nach unten. Wohin genau wollen wir? Bis etwa zur Hälfte der tiefsten Stelle. Dort ist es pechschwarz, aber es gibt kaum Strom. Ah, wir haben Füße an. Willst du die genauen Koordinaten? Nein, wozu? Ich bleibe einfach in deiner Nähe. Okidoki. Hi, sie hat Okidoki gesagt. Virtus bedeuten dir mehr als nur das schnelle Geld, hm? Natürlich. Denk an Gemälde, Songs. All das soll menschliche Gefühle ansprechen. Warum hat sie eine Taschenlampe? Jede Art von Kreativität. Warum haben wir hier eine Taschenlampe, ansonsten nie? Kunst ist ein Behältnis, ein Auslöser für Gefühle. Und wie dies sind Gefühle in Reinform. Gibt's hier Haie mit Laser auf den Köpfen? Oder vielleicht Haie ohne Laser? Oder Laser ohne Haie?
und sieh mich direkt an, okay? Sehr gut. Super, das Signal ist stabil. Jetzt nur noch ein paar Basischecks. Ich muss die Ausrüstung kalibrieren. Zuerst die Bewegungssensoren und das Aufnahmezeug. Schwimm mal im Kreis um mich herum. Links rum oder rechts rum? Okay. Ich schwimm schon. Sehr gut, das hat geklappt. Jetzt hier, Herr V. Jetzt? Soundcheck. Ich summe ein Lied, du sagst mir, welches es ist. Pass auf. Hänschen klein. Das kenne ich sogar. Verdammt. Das kenne ich. Verdammter Ohrwurm. Den Song kenne ich nicht. Doch. Aber ich habe dich gehört. Es klang so. Okay. Noch ein bisschen lauter, noch ein bisschen krummer. Okay. Ah, ich kenne das Lied. Für dies ist das ja totale Oldie. Das ist für uns hier, glaube ich, ein Oldie. Jetzt kommt gleich ein Megalodon darauf. Mit Lasern. Und Kontinentalraketen. Vielleicht sogar Interkontinentalraketen, wer weiß. Gut festhalten, okay? Was? Ab nach unten. Nein. Ich will nicht. Also ich habe weder Angst vor der Dunkelheit, noch habe ich Angst vor Wasser oder so. Beeindruckend, oder? Viel schlimmer. Das ist unglaublich. Was ist das? Unser ganz eigenes Atlantis. Juhu. Der Ort hieß Laguna Bend. Noch vor 15 Jahren wohnten hier Menschen. Was ist passiert? Warum wurde er geflutet? Weil jemand Profit machen wollte. Du hast irgendeine Bindung zu diesem Ort, oder? Allerdings. Ich bin hier aufgewachsen. Ich war nicht hier, seit Laguna Bend von der Karte verschwand. Warum zeigst du mir das? Ich brauche die richtigen emotionalen Reaktionen. Ich habe das Gefühl, das wird perfekt für mein Experiment. Warum ist das hier so perfekt? Weil ich hoffe, dass du all die ungefilterten Gefühle aufnimmst, die der Ort in mir hervorruft. Ob du willst oder nicht, du wirst darauf reagieren. Das will ich festhalten. Spitze. Klingt Nova. Tun wir's. Ja, schlimmer, ich habe ein bisschen Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Und hier unten habe ich überhaupt keine Kontrolle. Ich fühle mich sowas von unwohl. Warum warst du nicht schon früher hier? Gute Frage. Ich würde ja sagen, ich hatte keine Zeit, keine Ausrüstung, die Sterne standen falsch. Aber die Wahrheit ist, es fühlte sich komisch an. Wenn man Judy aus dem Winkel betrachtet, muss ich sagen, wir brauchen einen Neoprenanzug für Panna. Die haben nicht mal irgendwas sauber gemacht oder irgendwas mitgenommen. Wie schnell haben die das geflutet? Habt ihr das nicht mitgekriegt, dass da ein Damm gebaut wird? Wahrscheinlich saßen die alten Knacker in ihren in Schaukelstühlen. Als der Damm gebaut wurde, kam einfach ein dummer Spruch. Verdammt. Die Bürger waren mittelmäßig, zu fettig und groß. Jetzt weiß ich das. Aber früher waren sie das Beste, was ich je zwischen die Zähne kriegen konnte. Und nebenan habe ich gewohnt. Zusammen mit meinen Großeltern. Aber sag Bescheid, wenn du weiter willst. Alles gut.
Sieht aus wie eine alte Kamera. DPI 350. Echte Antiquität. Gefällt sie dir? Dein Ernst? Die ist großartig. Okay. Hockeyschläger? Gab's hier eine Eisbahn? Schön wär's. Wir haben auf Rollerblades gespielt. Willst du mit mir gehen? Sorry, ich muss los. Die rufen mich. Okay. Komischer Ort für ein gerahmtes Bild. Das Wasser hat es bestimmt aus einem Haus geschwemmt. Kann man was erkennen? Nein, nicht wirklich. Wir schauen noch mal kurz nach dem Bild, nach dem Schild. Sieht aus, als hätte das mal zu deinem tollen Diner gehört. Lass mal sehen. Deine Kindheit hat nach Sushi und echtem Reis geschmeckt. Hast dir gleich mehrere in den Mund gestopft und getan, als wärst du ein Riese. Große Familienfeiern waren toll. Dann gab's sogar echten Fisch. Wobei ich Sintfisch lieber mochte. Echter war zu stinkig. Okay. Das ist auf jeden Fall bisschen eigenartig. Was war mit deinen Eltern? Einen Dad gab's nie. Und Mom starb, als ich noch klein war. Erinnere mich kaum an sie. Hab noch ein Foto von ihr, aber ich sehe eine Fremde darauf. Das ist kindisch. Was war das? Diese Stimmen. Stimmen? Außer dir habe ich nichts gehört. Bist du sicher? Wie war das bei deinen Großeltern zu leben? Wie waren die so? Mein Opa hatte es mit technischen Dingen. Hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Und hat mir Geschichten erzählt. Das war nie langweilig. Meine Oma war temperamentvoll. Eben noch wütend, dann kalt wie Stahl. Wo sind deine Großeltern hin? Nach Night City? Ja, für ein paar Jahre. Hatten die Wohnung gemietet, die jetzt mir gehört. Aber sie haben es gehasst, sind nach Oregon gezogen. Ich fahre sie manchmal besuchen. Lass uns weiter schwimmen. Aye, aye, Captain. Mir nach. Sind das Kabel, an denen du dich da festgeklammert hast? Suchen wir hier irgendwas Bestimmtes? Nein, aber umsehen können wir uns trotzdem. Ist doch schön ruhig hier. Fast als wären wir jenseits von Raum und Zeit. Wie in der Schneekugel. Mal sehen, was wir noch so alles finden. Solange keiner unsere Schneekugel auf den Kopf stellt. Wow. Bremslicht, verflixt. Oder pfeif, wenn du rückwärts schwimmst. Okay, das war ein bisschen gemein. Ich kann mir nichts vorstellen, dass in einer Unterwasserwelt so viel am Platz ist. Wasserflaschen. Touché, Judy. Touché. Ja, Wasserflaschen ist natürlich so eine Sache. Ich verstehe nicht, wie man ausgerechnet sein Auto zurücklassen kann, wenn man zügig verschwinden muss. Hey, was denkst du denn, wie alt ich bin? Die Schrottkarren haben 50 Jahre auf dem Buckel. Die standen hier schon, als ich noch ein Kind war. Sahen damals genauso aus. Aber waren eine echt gute Deckung bei Max-Tech und Psychos-Spielen. Okay. Ich glaube, bei Max-Tech wärst du gut aufgehoben. Die Technikabteilung. Weniger im Einsatz. Ja, die gehört dir nicht? Armes Ding. Liegt hier ganz allein seit 20 Jahren. Ist also doch deine? Nein, sie gehörte Jenny Chapman.
Puppe geklaut? Als ob. Nur versteckt. War ein Monster. Versteckt? Warum? Weil ich fand nur Loser spielen mit Puppen. Eigentlich wollte ich nur, dass sie mich beachtet. Damals, als Puppen nichts als Spielzeug für Kinder waren. Ja, heutzutage hat man für Puppen eine andere Bedeutung. Ich will wissen, was noch auf uns wartet. Na dann komm, ich will dir was zeigen. Fühlt sich echt komisch an, hier durchzuschwimmen. Wo du früher gerannt bist, wo sich dein Leben abgespielt hat. Kannst mir vorstellen. Dir ist was nur botzelt. Die Kirche sieht aus wie früher. Und das ist weg. Du muggelst. Die war schon immer alt und sah aus wie von Aliens erbaut. Und die Glocken hatten Risse. Klang voll gruselig und irgendwie schief. Komisch. Bis eben hatte ich das vergessen. Jetzt kann ich sie beinahe hören. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, ich höre die Glocken auch. Echt? Du hörst meine Erinnerung? Vielleicht eine Nebenwirkung. Du hast es miteinander verlinkt. Verschlossen. Schade. Vielleicht führt ein anderer Weg rein. Versuchen kannst du es. Seh schon. Bist du gern hergekommen? Ich war nie wirklich hier. Hab die Kirche nie richtig bemerkt. Sie war einfach nur da. Als wir erfuhren, dass sie Laguna Bend fluten wollen, haben die Leute hier den Protest organisiert. Hat er irgendwas gebracht? Sieh dich um. Wie gesagt, wenn ein großer Staudamm gebaut wird, ist es ja gar kein Hinweis, dass hier irgendwas passiert. Und naja, so wahnsinnig schnell werden sie das nicht bauen. Also wenn es hier irgendwas Gefährliches gibt, dann wird es da drin auf uns lauern. Hier ist eine Öffnung. Ich glaube, da können wir durchschlüpfen. Schon unterwegs. Die muggelt. Das ist viel zu schnell. Ich war mal hier drin, als keiner da war. Aber mal Tage standen und dachte, was dem Padre wohl durch den Kopf geht, wenn er all die Leute ansieht. Mich gefragt, wie er die Gedanken der Leute liest, weil er alles über sie wusste. Ich habe geschrien wie am Spieß, um die Akustik zu checken. Der Empfang wird immer schlechter. Ich höre dich laut und deutlich. Alles okay? Whoops. Wie? Bitte! Danke. Oh, Gott sei Dank. Du lebst. Was war das? Brustmassage? Was ist passiert? Du warst ohnmächtig. Beste Zeit für sowas, oder? Wie hast du mich rausgeholt? Weiß nicht mehr. Ich hab nicht nachgedacht. Ich hab einfach funktioniert. Funktioniert hey, gut. Ganz ruhig. Ich schätze, du hast mir das Leben gerettet. Danke. Hab's dir gesagt. Im Giftmüll zu tauchen ist eine blöde Idee. Aber nein, auf mich hört ja keiner. Giftmüll? War das dein Konstrukt? Jetzt wird's lustig. Judy? Johnny? Johnny? Judy? Wenn ihr beide verschmelzt, nenne ich euch JJ. Du hast ihn gehört? Gehört wäre zu viel gesagt. Er war nur in meinem Kopf. Wie ein Gedanke, der weder meiner noch deiner war. Ja. Das war jetzt ein böser Seitenhieb. Sorry, Johnny. Ignoriere sein Gejammer. Unser Verhältnis ist kompliziert. Was mache ich hier noch? Du solltest lieber noch nicht. Du machst hier noch mir auf die Ketten gehen. Ich bin auch müde. Hab jetzt keine Lust zu fahren. Lass uns doch heute Nacht hier bleiben. Was meinst du? Auf geht's. Warum eigentlich nicht?
gehört einem alten Bekannten, ist jetzt verlassen, sie das benutzen. Das hatten wir schon geklärt. Ich bin sowas von gespannt. Nach dir. Ich verstehe schon, Ladies first und so. Die Aufnahme läuft im Übrigen noch. Du musst furchtbar frieren. Ich brühe was auf. Bitte nicht mich. Wie trinkst du dein? Mit einer leeren Tasse. Schwarz bitte. Wie das Herz eines Söldners. Ja. Ah, hab den Generator vergessen. Ich mach schon. Du solltest langsam machen. Dann mache ich halt langsam. Immer schön vorsichtig. Wow. Das war Evelyn. Das war ein unglaublicher Tauchgang, echt. Entspannter geht's kaum. Oh, diese Verbindung, das ist... Wir haben Strom. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Judy? Verbindung unterbrochen. Oh, oh. Verdammt. Wie war das? Ich konnte dich nicht richtig hören. Ist irgendwas? Nein, alles gut. Jetzt konnte ich leider nicht lesen, was es ist. Ich wollte einfach die Tür öffnen. Ich wusste nicht, dass da eine Auswahl ist. Du ziehst dich verdammt schnell um. Denkst du an Evelyn? Das Clouds ist am Ende. Die Tiger Claws haben sich wegen Hiromi und den anderen gerecht. Gab eine Schießerei. Tom ist tot. Roxanne hat gerade so überlebt. Der Laden ist vorerst geschlossen. Will nicht drüber reden oder nachdenken. Ich wollte es dir nicht sagen. Damit du nicht denkst, ich mach dir Vorwürfe. Wie kommst du drauf, ich könnte das denken? Weiß nicht, ich... Lass uns das Thema wechseln. Oh, Junge. Ich glaube, ich leg mich hin. Bin müde. Das mit ihrem Plan hat wohl nicht so gut geklappt, wie sie das wollte. Hat es einen bestimmten Grund, dass die Kerzen brennen? Ja. Ist Johnny hier drin oder was? Ne, Johnny ist draußen. Perfekt. Können wir Judy ein bisschen in Ruhe lassen. Ich glaube, sie braucht das jetzt. Und ich glaube, Johnny spricht auch nicht mit uns. Super! Nee, da gehe ich jetzt nicht nochmal rein. Spitze. Okay, mit Johnny ist gerade nicht. Sorry, Judy. Ah. Ach, die Tossi nervt mich. Lass uns einfach abhauen. Aber weck sie nicht auf. Judy nervt dich, weil sie sich um andere kümmert? Dich daran erinnert, dass du ein narzisstisches Arschloch bist? Sie ist total verrückt. Weigert sich, durch die Tür zu gehen, springt aus dem Fenster und wundert sich, wenn's weh tut. Lass uns endlich abhauen, okay? Oh. Sie braucht gerade jemanden. Sie hat sonst niemanden, Johnny. Dann verpiss dich doch.
Ich lasse jedenfalls nicht mitten im Nirgendwo allein. Ach, ich kann nicht mit dir reden, wenn du so sentimental bist. Schlaf wenigstens, damit mir das Streiten erspart bleibt. Das ist mal eine sinnvolle Idee. Na gut, da sie die Couch genommen hat, bin ich jetzt einfach mal so frech. Und nimm den Sitzsack. So ein Sitzsack ist sau bequem. Dann kommt man nicht mehr so leicht da hoch. Na gut, doch das Bett. Mit dem wahrscheinlich noch nassen Neopren. Du hast richtig drauf, wie. Okay, das Zeug auszuziehen wäre vielleicht auch irgendwie mein Job gewesen. Sehe ich ein. Oder das übernimmt die Zahnfee. Oder wer auch immer einen nachts besucht. Wenn du jetzt den BH mitgenommen hast, dann ziehst du ihn auch an. Ist du ein Glück. Ich meine, es sieht sowieso total knacke aus, aber es ist das beste Equipment, das ich habe. Ah, oh, sitzt am Wasser. Hey, setzt du dich ein bisschen zu mir? Logo. Ist dein Kaffee? Morgen. Endlich. Weißt du, ich glaube, ich habe mich gestern entschieden. Ich habe dich angerufen, um mich zu verabschieden. Die Stadt hat mich zerkaut und spuckt mich jetzt aus. Huh. Bist du verrückt? Du meinst, du willst abhauen? Jetzt gleich? Ich hatte dieses skurrile Gespräch mit einer Puppe. Hat mir gesagt, ich soll kämpfen. Und ich dachte, wofür? Und jetzt, wo ich weiß, wozu das alles. Freundschaft. Vertrauen. Jetzt willst du abhauen? Wir können doch in Kontakt bleiben. Gib mir deine Hand, Bee. Vertrauen. Das war's schon. Glückwunsch. Du hast jetzt Zugang zu meiner Wohnung. Oh. Nett. Du willst, dass ich einziehe? Wenn du das willst. Oder komm einfach vorbei, wenn du magst. Da bin ich ziemlich baff. Also, ich meine, das werden jetzt bestimmt noch 2-3 wunderschöne Tage, an denen ich viel zu tun habe, bevor du die Stadt verlässt. Der Nachmieter freut sich. Bin ich mir sicher. Ich bin sprachlos. Sowas hat noch nie jemand für mich getan. Du vertraust mir wirklich. Pass auf dich auf, Bee. Das war's? Wirklich? Unser letztes Treffen? Noch vor einer Minute schienst du nicht so entschlossen. Kein Grund zu warten. Ich bleib noch ein paar Tage hier. Dann hau ich ab. War schön, dich zu kennen, Bee. Bis dann. Und meld dich mal übers Holo. Bis dann, Judy. Dann mach's gut, Judy. Und melde dich mal übers Holo. Oh, Junge. Das ist zum Glück kaum deprimierend oder so. Oh, Claire meldet sich. Letzte Rennen ist im Highway. Da schaut die ganze Stadt zu. Die Startlinie ist in Charter Hill. Von dort hat man einen tollen Blick auf North Oak. Ich schicke dir die Koordinaten. Ruf an, wenn du da bist. Oh, da fällt mir ein. Die Werte sind immer noch die gleichen. Hallo? Ich dachte, den hätte ich gerade gerufen. Letzter Versuch. Also, der mag es einfach nicht, wenn man runterguckt und dann sieht, wo er spawnt.
Ein bisschen schüchtern, der Kleine. Ich habe nicht F gedrückt. Ich habe W und A gedrückt, damit wir vorwärts nach links fahren. Okay, vorwärts nach links findest du nicht lustig. Probieren wir es mit rückwärts. Ich sehe schon. Was zur Hölle ist los mit dir? Okay, das hätten wir geschafft. Meine Güte, das war eine Geburt. Na schön, dann würde ich sagen, lass es für heute gut sein. Ich bin jetzt bei 1 Stunde 10 Minuten. Die Episode wird ein bisschen kürzer, weil ich Ladebildschirme gehuste und Gemaule rausnehmen. Hallo, wie? Jefferson? Ich brauche nochmal deine Hilfe. Ist was Privates. Klar doch, okay. Worum geht's? Nicht übers Holo. Komm vorbei, dann erkläre ich dir alles. Bis gleich. Keine Angst, Jefferson. Ich helfe dir. Danke. Kommst du also? Weißt du noch wohin? Klar doch, bin sofort da. Krieg ich hin. Ja, aber heute nicht mehr. Für heute lassen wir es gut sein. Episode ist relativ lang geworden wieder. Wie ihr euch das gewünscht habt, am Wochenende eher lange Episoden. Dann haben wir in der nächsten Episode wahrscheinlich das Gespräch mit Jefferson. Und wenn es dann Abend wird, schauen wir, dass wir vielleicht nochmal bei Detective Holt vorbeischauen. Das Rennen mit Claire werde ich wahrscheinlich noch 1-2 Tage verschleppen. Mal gucken. Wird auf jeden Fall früher oder später kommen. Bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.